Ist im Lütz Verlag erschienen, kostet in der... Kost? Jetzt bin ich voll im Saarländisch drin. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe gerade ein Buch beendet und weil ich jetzt noch so mittendrin in der Geschichte bin, dachte ich mir, drehe ich für euch eine Rezension darüber ab. Ich möchte euch heute ein Buch vorstellen, das ich lustigerweise schon ewig auf meiner Wunschliste hatte, aber es irgendwie auch nie gekauft habe. Ich weiß nicht warum. Aber dann gab es bei Instagram ein Gewinnspiel. Ich habe Just for Fun mitgemacht und eigentlich auch gar nicht mehr dran gedacht. Und dann kam einen Tag für meinen Geburtstag auf einmal ein Päckchen vom Lüx Verlag bzw. von Bastei Lübbe. Und ich dachte, was ist das bitte? Ich habe nichts bestellt. Ich schaue rein und habe dann gesehen, ich habe gewonnen und wusste gar nicht mehr, dass es das Gewinnspiel gab. Schande über mein Haupt, aber so bin ich. Auf jeden Fall werde ich euch hier oben auch irgendwo dieses dämliche, unbezahlte Werbung einblenden. Wir müssen es ja leider machen, bevor uns irgendjemand ans Bein treten wird oder möchte oder es auch wirklich tut. Auf jeden Fall würde ich euch jetzt gerne das Buch näher vorstellen. Ich spreche nämlich von Wishes Love von L.J. Chen, wenn es so ausgesprochen wird. Ich habe das Ganze, wie gesagt, gewonnen, hat mich aber schon lange Zeit beschäftigt, weil mir eigentlich diese Bad Boy, Good Girl Geschichte momentan ganz, ganz nahe ist. Ich habe momentan irgendwie so einen Fimmel für diese Geschichten und in Wishes Love ist es wirklich eine richtig Hardcore Bad Boy und Hardcore Good Girl Geschichte. Also zu meiner Meinung kommen wir einfach später. Der Klappentext verrät eigentlich auch gar nicht so viel darüber. Hier steht nur, man sagt, dass Liebe und Hass ein und dasselbe Gefühl sind, nur unter verschiedenen Vorzeichen erlebt. Bei beiden empfindet man Leidenschaft und Schmerz. Ich habe das nie geglaubt, bis ich Baron Spencer traf. Darunter lässt sich wirklich nicht viel vermuten. Aber ich erzähle euch jetzt einfach mal grob, um was es geht. In Wishes Love geht es um Emilia und Wishes, wie der Name schon sagt. Der heißt aber eigentlich gar nicht Wishes, sondern Baron Spencer Junior. Es gibt auch noch einen Baron Spencer Senior, quasi sein Vater, macht auch Sinn. Und die leben in einem richtig, richtig großen Haus, führen ein sehr luxuriöses Leben. Er ist mittlerweile auch, also der Vater, mit einer neuen Frau liiert, nicht mehr mit Baron Spencer Juniors Mutter, die ist nämlich gestorben. Und darüber ist er, glaube ich, auch nie so richtig hinweggekommen. Emilia zieht dann mit ihren Eltern in die Dienstbotenwohnung von den Spencers. Ihr Vater übernimmt dort nämlich einen Job. Er ist quasi Gärtner und alles, was so mit Handarbeit und Handwerk zu tun hat. Ihre Mutter ist sozusagen die Haushaltshilfe, kümmert sich ein bisschen um Kochen, Putzen, Waschen und so weiter. Und Emilia und ihre Schwester leben dann eben mit ihren Eltern dort in dieser Wohnung. Wishes ist ein richtiges Ekelpaket zu ihr. Er zeigt ihr gleich, dass er nicht viel von ihr hält, dass sie ja quasi nur das Helferlein ist, so nennt er sie auch immer nur, weil ihre Eltern einfach Dienstboten sind quasi. Sie sind Beschäftigte von der Familie Spencer und auch wenn Baron Spencer Senior nicht oft zu Hause ist, sondern mit seiner Frau die Welt bereist, ist es trotzdem so, dass sie ihm das Ganze quasi in die Hand geben und er liebt es auch, diesen Druck auf die Familie zu haben. Also, dass er der Chef ist und das gefällt ihm, glaube ich, richtig gut. Dann kommt es zu einem Vorfall. Emilia hört etwas, was sie nicht hören soll und Wishes hat sie sofort auf ihrer oder auf seiner Hassliste, macht ihr das Leben wirklich zur Hölle, bis es so weit geht, dass er sie und ihren Freund auseinanderbringt und zum guten Schluss sie auch aus dem Staat verjagt quasi. Er hat da, ich möchte jetzt nicht so viel spoilern, aber er hat da gewisse Druckmittel, die er einsetzt, um sie dazu zu bringen, die Stadt zu verlassen. 10 Jahre später lebt Emilia in New York und eines Tages läuft sie in der Bar, in der sie kellnert, auf einmal wieder Wishes, also Baron Spencer Junior, über den Weg.
Er ist noch genauso ein richtiges Arschloch, wie er vorher war, wie er früher vor 10 Jahren war. Und er ist mittlerweile Chef einer Anwaltskanzlei bzw. einer großen Investmentfirma und kümmert sich dort sozusagen um Fusionen und einfach darum, andere Läden aufzukaufen und seinen Klienten immer noch mehr Geld zu verpassen, die eigentlich eh schon genug Geld haben. Und er verdient natürlich daran auch nicht schlecht und rennt dann immer mit maßgeschneiderten Anzügen durch die Gegend und ist einfach ein richtiges Arschloch wie eh und je. Eigentlich ist er auch in der Filiale in Los Angeles und sein Freund Dean ist in der Filiale in New York und dann gibt es noch 2 andere Freunde, die dann jeweils in London und in, ich weiß gar nicht mehr wo, in dem Standort sind. Und zwischendurch tauschen die Jungs irgendwie dann auch mal die Standorte, um einfach in den anderen Standorten auch für Rechenordnung zu sorgen. Gerade Vicious ist halt das größte Arschloch der Jungs und wenn es dann eben Knall auf Fall kommt, dann schicken sie halt ihn, um die Drecksarbeit zu machen und das Gegenüber ein bisschen einzuschüchtern. Natürlich erkennt er Emilia sofort und sieht auch an ihrer mageren Gestalt und ihrer Art, sich zu kleiden, wie sie es in diesem Etablissement machen muss, dass es ihr nicht so gut geht, dass sie nicht viel Geld hat und bietet ihr einen Job an. Als er dann rausfindet, dass ihre kranke Schwester Rosie bei ihr lebt und die beiden wirklich jeden Cent brauchen, um über die Runden zu kommen, weil sie nicht mal im Winter in New York eine Heizung haben, die richtig funktioniert, setzt er sie auch wieder ein bisschen unter Druck, dass sie doch für ihn arbeitet, sie soll seine Sekretärin sein und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Wie es weitergeht, müsst ihr natürlich wie immer im Buch lesen, aber kommen wir jetzt einfach mal dazu, dass ich euch erzähle, was ich von dem Buch gehalten habe. Wir fangen jetzt mal ganz oberflächlich an mit dem Cover. Ich habe es euch ja jetzt bestimmt schon 5 Minuten in die Kamera gehalten, aber ist das nicht schön? Auch wenn es so schlicht ist, aber es hat mal wieder 100% meinen Geschmack getroffen. Ihr wisst, ich liebe Rosé Metallic und ich werde es wahrscheinlich für immer lieben. Es wird so sein. Aber trotz dieser Schlichtheit hat dieses Cover was, wo ich direkt im Laden gesagt hätte, gut, das Buch kaufe ich, egal was drin steht. Bin ja wie bekannt ein Coveropfer. Aber machen wir mal mit der Geschichte weiter. Das Ganze ist ganz lustig aufgebaut. Das springt nicht nur von Charakter zu Charakter. Das heißt, einmal haben wir Emilia, einmal haben wir Vicious. Nein, es springt auch in der Zeitform. Das heißt, einmal haben wir vor 10 Jahren und einmal haben wir die aktuelle Gegenwart. Das heißt, man muss wirklich ein bisschen aufpassen und kann auch durch diese ganzen Sprünge viel von dem verstehen, warum er oder sie jetzt gerade so reagieren, wie sie es tun. Was man andernfalls vielleicht nicht verstehen würde oder sagen würde, was ist sie für eine lahme Schnecke und was ist er für ein riesen Arschloch. Aber manche Dinge, egal wie eklig sie waren, wie ekelhaft er sie behandelt hat, hatten einfach ihre Gründe. Emilia fand ich für meinen Geschmack ein bisschen zu nett beschrieben. Wie gesagt, ich mag ja diese Good Girl, Bad Boy Stories eigentlich ganz gerne, aber ich fand irgendwie, sie hatte nicht das letzte Fünkchen, wo es Klick gemacht hat, wo ich mich 100% mit ihr identifizieren konnte, weil sie einfach so ein Moralapostel war, dass ich gedacht habe, Mädchen, jetzt zieh doch mal den Stock aus deinem Hintern, in manchen Dingen bist du echt ein bisschen altbacken. Ich meine, sie hat viel mitgemacht, auch gerade mit Vicious, vieles kann man verstehen, aber bei manchen Dingen übertreibt sie es auch ein bisschen. Vicious ist natürlich auch eins der größten Arschlöcher, das ich in diesen New Adult Romanen bisher kennenlernen durfte und ich habe auch teilweise nicht verstanden, warum Emilia trotzdem drauf anspringt, obwohl er sie wirklich richtig böse fertig macht, sie als sein Spielzeug, als sein Eigentum betitelt und auch so behandelt. Aber trotzdem, man weiß ja, wie es ist, die Arschlöcher sind immer die, die einen anziehen. Aber in dem Fall hätte sogar ich
glaube ich, nach 5 Minuten gesagt, weißt du was, behandle wen anders wie Dreck. Ich muss mich so nicht von dir rumkommandieren lassen oder titulieren lassen. Es war richtig hart teilweise, was er da vom Stapel gelassen hat. Durch die ganzen Zeitsprünge merkt man natürlich auch oder bekommt mit, warum er so geworden ist, wie er ist. Aber ich sag mal, es rechtfertigt nicht alles. Rosie, also Emilias Schwester, von der hat man jetzt nicht so viel in dem Buch mitbekommen, aber sie war mir jetzt auch nicht 100% sympathisch. Sie ist ja zu ihr nach New York gezogen, weil sie dort ihren Abschluss machen wollte, weil da irgendwie die Schule besser war. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, warum. Es war für mich ein bisschen unrealistisch, dass die beiden ganz allein in New York leben, nur einmal am Tag eine Mahlzeit haben, sich nichts leisten können, aber dann niemand sagt, okay, wenn es wirklich so ist, warum zieht Rosie dann nicht einfach wieder zu ihren Eltern? Oder warum geben die Eltern Emilia nicht einfach ein bisschen Geld für Essen etc., weil sie es ja so quasi nicht bezahlen müssen, wenn Rosie bei ihnen lebt? Also kann sie die Familie doch ein bisschen, die zwei Mädchen, unterstützen. Fand ich ein bisschen fragwürdig. Oder dann auch die Tatsache, dass Emilia fliederfarbene Haare hat, die man gewöhnlich nicht von Natur aus hat, sondern die sie vermutlich gefärbt hat. Wenn ich mir denke, du kannst dir nur einmal am Tag eine warme Mahlzeit leisten, wohnst in einem Loch, in dem es keine richtige Heizung gibt, aber dann färbst du dir die Haare. Also so ein paar Punkte waren ein bisschen unrealistisch, aber ich habe das Buch geliebt. Ich habe es irgendwann, ich glaube am 28. angefangen und hatte es am 30. fertig. Und das, obwohl ich am 30. eigentlich auf der Comic-Con war den ganzen Tag. Also ich habe es wirklich von vorne bis hinten durchgesuchtet, weil ich unbedingt wissen wollte, warum Vicious so ist, wie er ist und wie das Ganze mit den beiden ausgeht. Das Buch ist, wie gesagt, im Lux Verlag erschienen, kostet in dieser Taschenbuchvariante 12,90 Euro und da fällt mein Lesezeichen raus. Kostet 12,90 Euro und ist der Reihenauftakt von der Sinners of Saint Reihe, also so heißt das Ganze. In 3 Wochen, glaube ich, am 27.07. Ich möchte mich nicht festlegen, aber ich glaube, es ist der 27.07. kommt der 2. Band raus. Wenn ich das richtig weiß, heißt der Twisted Love. Ich glaube es. Ich werde es euch natürlich auch wieder unten verlinken. Ich möchte euch ja hier nicht den Stuss vom Esel erzählen. Das Ganze, was ich von der Geschichte gehalten habe, habe ich natürlich auch in meinem Blog zusammengefasst. Es war zwar kein Rezensionsexemplar, aber es hat mir doch so gut gefallen, dass ich es auf meinem Blog verewigen wollte. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ich schreibe wie immer unten in die Infobox alle Adressen, wo ihr mich findet. Davanda werde ich aktuell auch noch drin lassen. Ich weiß nicht, ob ihr mein letztes Video gesehen habt, dass Davanda aufhört. Ich werde aber jetzt auch meinen Etsy-Shop auch noch unten reinmachen und ich würde sagen, das war's von mir. Ihr dürft gern auf den anderen Plattformen vorbeischauen, euch austoben und hoffentlich dann auch am Sonntag zu meinem nächsten Video wieder einschalten. Ansonsten war's das jetzt von hier. Ich verlinke euch hier mal noch eine andere Rezension, die ich hochgeladen habe. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder.